Wohin man auch schaut, nahezu alle Wohnhäuser hier im Norden von Mariupol sind komplett zerbombt. 80% aller Wohnungen in der Hafenstadt sind inzwischen zerstört, meldet der Stadtrat. Noch immer stecken mehr als 350.000 Einwohner hier fest, ohne Strom und ohne fließend Wasser. Wir leben in Kellern, es ist der absolute Horror. Wieso? Was haben wir nur getan? Auch das Theater der Stadt nur noch ein Trümmerhaufen. Retter suchen in den Ruinen nach Überlebenden. Mehr als 1000 Menschen sollen hier zur Zeit des Luftangriffs Schutz gesucht haben. Russland bestreitet den Anschlag. Die Vereinten Nationen fordern, die Angriffe auf Zivilisten zu untersuchen. Die USA sprechen von Kriegsverbrechen. Unterdessen lässt in einigen russischen Truppen nach US-Informationen die Kampfmoral nach. Russland versucht offenbar gegenzusteuern und rekrutiert laut Präsident Selenskyj ausländische Kämpfer. Wir wissen, dass ihnen das nicht helfen wird. Deshalb warne ich jeden, der versucht, sich den Besatzern auf unserem ukrainischen Land anzuschließen. Es wird die schlimmste Entscheidung in eurem Leben sein. Es ist besser, ein langes Leben zu haben, als Geld für ein kurzes Leben zu bekommen. Die Ukraine immer noch fest entschlossen, diesen Krieg zu gewinnen. Einknicken wird auch Europa nicht, beteuert Bundeskanzler Scholz. Putin geht es darum, die Uhren zurückzudrehen in eine Zeit, in der die Großmächte die Landkarte unter sich aufteilen, in der sie die Länder Mittel- und Osteuropas als bloße Puffer und Einflusszonen behandelten. Es gelte der russischen Führung klarzumachen, dass die Zeit nicht rückwärts läuft und die Unverletzlichkeit der Grenzen eingehalten werden muss.